If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Hallo, ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stallgeflüster, Star-Stable, Stallgeflüster, Star-Stable, Dina, Stallgeflüster, meine Güte. Ja, ich bin eben zurückgekommen von Tag 2 der Gamescom, deswegen, ich muss die Musik direkt mal noch leiser machen. Ihr habt jetzt ein kurzes Standbild, was glaube ich sehr lustig aussieht gerade. Deswegen kam mir auch wieder keine Update, meine Güte, ich habe hier heute irgendwie ein Problem, den Regler zu treffen. So, deswegen kam mir auch wieder keine Update-News, aber ich dachte mir, ich spreche heute mal so, ja, in gewisser Weise über das Thema, über das, was heute im Update gekommen ist. Denn, beziehungsweise gestern, jetzt ist ja offiziell ein Hannoveraner-Rennen in Anführungsstrichen gekommen. Ein spezieller Springparcours für die Hannoveraner, der beim Pferdesportcenter steht, beim Silverglade Pferdesportcenter. Bei einem NPC, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der bei diesem Reitplatz zu finden ist, der da ist. Und das werde ich dann morgen noch mit euch machen, dass wir dann morgen in der Aufnahme kommen. Ich bin durch heute. ich zeige es nur jetzt nicht mehr, weil ich das gerne bei Tageslicht machen wollte. Ich wollte aber mal nachhören, was haltet ihr denn so generell davon, dass jetzt schon das zweite Rennen speziell für eine Rasse gekommen ist? Und in der News las es sich auch so, als ob das auch noch für weitere Rassen durchaus geplant sein könnte, dass eben noch speziell auf die Rasse zugeschnittene Rennen kommen könnten. Ich persönlich muss sagen, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es zum einen, finde ich es saucool, dass der Isländer ein eigenes Rennen bekommen hat, wo es speziell ums Tölten geht. Denn es gibt nun mal auch Töltrennen in echt. Und das ist etwas, was wirklich hier in Star Stable nur der Isländer kann aktuell. Wer weiß, mal schauen, ob noch weitere Gangpferderassen reinkommen werden mit der Zeit. Aber momentan kann es halt wirklich nur der Isländer. Von daher finde ich das da eigentlich sehr, sehr cool. Auch wenn man natürlich, um das Rennen zu machen, man einen Isländer braucht, zwingend, nötig, notwendig. Ist natürlich auch nicht das erste Mal, sowas gibt es schon mal, und zwar beim Ponyrennen, klar, kennen wir da auch. Zwiegespalten sehe ich es aber aus einem Grund jetzt beim Hannoveraner. Und zwar verstehe ich nicht so ganz, es ist jetzt ein Springparcours. Warum der jetzt gut ist, ist vielleicht, weil es die erste Rasse ist, die jetzt im neuen Modell ist, die jetzt speziell auf Springen ausgelegt ist. Alle anderen Rassen waren jetzt nicht unbedingt die Springpferde, die reingekommen sind mit neuem Modell. Vielleicht liegt es daran, weil an sich hatten wir ja schon Springpferderassen. Also der Oldenburger zum Beispiel, den sieht man sehr, sehr häufig auch im Springsport. Von daher sehe ich das vielleicht ein bisschen kritisch, dass man das wirklich nur auf den Hannoveraner beschränkt und nicht generell auf Warmblutrassen oder für Warmblutrassen dieses Rennen öffnet, die im echten Leben eben viel im Springsport anzutreffen sind. Wie gesagt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es daran liegt, dass es halt wirklich die erste Rasse ist, die dieses neue Design hat, die von den Warmblutrassen so eine typische Springpferderasse ist. Weil wir haben ja auch schon einen Oldenburger, wir haben auch schon einen Selle-Français. Sind beides Pferde, die man auch immer wieder im Springsport antrifft. Aber die haben halt beide noch dieses Startmodell. Vielleicht liegt es daran. Ich finde es aber ein bisschen schade. Denn ich finde, dass man dann diese Parcours nicht nur für eine Rasse öffnen sollte. Und damit die Spieler zwingt, genau nur diese eine Rasse zu kaufen. Sondern dass man sie für alle eröffnet, die eben auch dazu passen würden von der Rasse her. Ich würde es genauso schade finden, wenn jetzt zum Beispiel die Tölt-Strecke nicht auch für Paso Peruanos, Egidienberger oder sowas geöffnet werden würde. Oder für Tennessee Walker, wenn diese Rassen noch reinkommen würden. Weil das sind ja auch Rassen, die tölten können. Sind ja auch Gangpferderassen,
Und da würde ich es auch schade finden, wenn die eben auch dieses Rennen nicht machen könnten. Weil prinzipiell spricht da an dieser Stelle nichts für mich dagegen. Und wenn jetzt Star Stable... Wow. Oh Gott. Was haben wir denn hier heute für ein Flummi? Und wenn jetzt Star Stable das häufiger macht, dass sie halt wirklich Rennen nur für eine einzelne bestimmte Rasse öffnen... Klar, man kann natürlich sagen, okay, dann reitest du das Rennen halt einfach nicht. Aber in gewisser Weise ist es schon so ein bisschen Zwang, ne? Weil eigentlich möchte man ja schon gerne alles erleben können, was es im Spiel gibt. Deswegen würde mich mal interessieren, was sagt ihr denn dazu? Ich, wie gesagt, ich finde prinzipiell die Idee gut, finde es aber nicht gut, dass man es wirklich komplett nur auf eine Rasse beschränkt. Deswegen bin ich, oder würde es nicht gut finden, wenn das so wäre. Deswegen bin ich gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird, wenn noch weitere Überarbeitungen oder neue Springpferderassen reinkommen. Beziehungsweise eben auch Gangpferderassen. Da bin ich wirklich mal gespannt, was sich da noch tut in Zukunft. Mich würde das mal wirklich interessieren, was sagt ihr dazu? Sagt ihr generell, das ist egal, wie sie das mit den Rassen machen, es ist genial? Seht ihr das ähnlich wie ich? Oder sagt ihr, ich brauche überhaupt keine Rennen, die mir irgendwelche Rassen vorschlagen? Weil ich will wirklich die Rassen kaufen, die mir gefallen und möchte mit denen Zugang zu allen Rennen haben. Kann natürlich auch sein, dass das eure Ansicht ist. Und ich wäre mal gespannt und neugierig zu erfahren, was ihr denn zu dem Thema sagt. Was sagt ihr zu dem Thema rassespezifische Rennen? Das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, ich muss gleich einen Schluck trinken nach der Aufnahme. Da bin ich wirklich, wirklich neugierig drauf. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir schaffen noch ein bisschen was. Lang wird die Folge heute nicht werden, weil ich noch Sims aufnehmen muss und auch noch eine Aufnahme machen muss zum, das heißt muss, aber ich möchte gerne noch eine Aufnahme machen zum neuen Sims Kleinkinder-Accessoire-Pack, was jetzt heute Abend um 19 Uhr erscheint. Da habe ich nämlich gestern schon den Key bekommen, als ich auf der Gamescom war. Aber kann es halt jetzt dann aufnehmen, dass ihr es dann jetzt schon etwas früher zumindest seht. Falls ihr heute Abend dran überlegt, euch das zu holen. Aber zurück zum Thema. Findet ihr das prinzipiell gut? Ich bin ja sowieso für mehr Springparcours, von daher ein Grund für mich zu jubeln. Heureka! Aber mich würde es wirklich mal interessieren. Was meint ihr? Findet ihr das okay? Das ist jetzt... Stellt euch mal vor, wir haben hinterher wirklich für jede einzelne Rasse einen Wettbewerb. Okay, dann ist es schon wieder so, dass man sagt, okay, jeder hat verschiedene Rassen und... Dann ist es vielleicht, dann ärgert es vielleicht den einen oder anderen auch nicht mehr so sehr, dass er eben bestimmte Rennen nicht machen kann, weil er dafür Rennen machen kann, die andere wiederum nicht können. Dann wird es vielleicht sogar schon wieder ein bisschen neutraler, wenn wirklich jede Rasse ein eigenes Rennen bekommen würde. Aber wo sollten die dann auch überall hin? Da könnte man höchstens sagen, man verteilt die auf die Reitplätze und macht dann die ganzen Dailies und die können dann nur angenommen werden, eben wenn ihr auf der Rasse drauf sitzt. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es so gelöst werden könnte. Auch lässt mich das Update jetzt schon mal spekulieren auf nächsten Mittwoch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nächsten Mittwoch weitere Hannoveraner-Farben kommen werden. Denn die ersten Hannoveraner kamen am 2. August. Nächste Woche ist das genau die 4 Wochen her. Dann haben wir nämlich schon den 30. August. Wahnsinn, dann fängt schon der September an. Puh. Nee, und dann sind genau die 4 Wochen rum. Zum einen das, zum anderen kam jetzt dann nochmal speziell ein Update für Hannoveraner mit diesem Rennen. Von daher gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass wir uns kommenden Mittwoch im nächsten Update auf neue Hannoveraner-Farben freuen dürfen. Auch da könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dieser Vermutung haltet. Was denkt ihr denn dazu? Das würde mich auch mal interessieren. So, ein Rennen machen wir gleich noch. Und was denkt ihr vor allen Dingen auch könnten für Farben kommen? Angeblich ist ja schon was durchgesickert von einem Apfelschimmel mit sehr schönen Feldzeichnungen. Sehr schöne Feldzeichnung ist natürlich immer sehr subjektiv, ne? Das kommt halt immer darauf an, was gefällt der einzelnen Person. Da sind die Geschmäcker ja doch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich könnte mir vielleicht ansonsten auch noch einen dunkelbraunen vorstellen eventuell. Ja, und dann noch eine weitere Farbe. Dann wird es schon schwierig. Das könnte ich mir noch vorstellen.
Sehr schwierig. Natürlich sind mittlerweile auch Schecken wieder möglich, nachdem die Schecken wieder mehr und mehr in solche Rassen wie Hannoveraner reingezüchtet werden. Kann ich mir jetzt aber nicht so wirklich vorstellen, dass SSO Schecken reinbringen würde bei den Hannos. Glaube ich nicht. Dann wäre natürlich wirklich die Frage, also ich könnte mir vorstellen, Apfelschimmel, dunkelbrauner, aber was könnte noch für eine Farbe reinkommen? Wir haben bereits einen Schimmel, wir haben bereits einen Rappen, wir haben bereits einen Fuchs. Ein brauner vielleicht noch. Ich sage, es kommt ein Apfelschimmel, ein brauner und ein dunkelbrauner. Das wäre also meine Vermutung, was noch kommen könnte für den Hannoveraner. Ich bin gespannt, ob sich diese Vermutung bestätigt. Noch kurz was in anderer Sache, was jetzt gar nicht so richtig zum Stallgeflüster passt. Ich hatte ja jetzt schon erwähnt, dass ich eben mir die neue Sims Mobile App angeschaut habe. So viel vorweg, ich werde sie definitiv zeigen, wenn sie kommt, offiziell. Was aber noch ein bisschen dauern wird. Da gibt es noch kein Datum, wann sie rauskommen soll in Deutschland. Aber ich werde sie definitiv zeigen. Da könnt ihr Gift drauf nehmen, denn mich persönlich hat sie wirklich vom Hocker gehauen. Also für eine Handy-App richtig mega nice. Ist auch kostenlos, das kann ich schon sagen. Natürlich mit den möglichen In-App-Käufen, aber prinzipiell ist es kostenlos. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich mit den Videos noch länger warten muss. Es gibt da nämlich ein sogenanntes Embargo. Und dieses Embargo besagt, wann ich was zeigen darf. Und es sind drei unterschiedliche Daten, wo ich die unterschiedlichen Inhalte zeigen darf. Und zwar das erste, glaube ich, am 1. Oktober. Dann am 18. Oktober noch was und dann noch was am 1. November. Das heißt, ihr müsst euch leider ziemlich lange gedulden, bis ich euch die Inhalte zeigen darf und damit auch eure Fragen erst beantworte, weil ich einfach vorher nichts dazu veröffentlichen darf. Das nur kurz vorweg, weil vielleicht auch einige, die Star Stable schauen, da unter das Video geschrieben haben. Allgemeine Sachen, die jetzt sich nicht unbedingt aufs Spiel beziehen oder noch nicht auf die Inhalte direkt, kann ich mit Sicherheit schon vorher beantworten, beziehungsweise auch schon im ersten Video. Mit dem Rest muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ja, also bis Oktober müsst ihr euch auf jeden Fall da noch gedulden, bis da was kommt leider. Aber gut. Ich bin gespannt, was ihr jetzt schreibt zu diesen Rennen, zu den rassespezifischen Rennen, was ihr davon haltet. Wünscht ihr euch vielleicht noch mehr davon? Was denkt ihr zu den Hannoveraner-Farben? Und ja, morgen werden Sky, Flame und ich uns dann das Rennen mal genauer unter die Lupe nehmen und mal anschauen, wie ihm der Parcours so gefällt. Also dann, macht's gut und bis morgen. Tschüss!